Ja, Thema Klima, das ist schon jetzt, das ist nicht nur auf Konferenzen hört man dieses Wort jetzt, das spürt man sogar. Ja, und ich komme selbst aus Nürnberg und ich glaube, im August hatten wir starke Regenereignisse gehabt und das habe ich sowas noch nie gesehen. Das ist was Neues, das, was wir jetzt erleben. Das verändert unser Leben und jetzt müssen wir uns natürlich anpassen an diese neue Herausforderung. Und Frage, wie wir das machen. Wie wir können diese Risiken reduzieren. Ja, welche sind mit Klima verbunden? Und heute ja, würde ich gerne unser Konzept von Firma Autodesk präsentieren. Ja, in erster Linie denkt man, Autodesk, Wasser, wie kann das eigentlich zusammen funktionieren? Aber dazu ein paar Worte später. Ja, fast jeden Monat sieht man ja im Fernsehen, in der News, ja, neue, erschrecklich eigentlich, ja, schon beeindruckende Bilder. Und hier zum Beispiel ja, Beispiele von September. Das ist in Libyen, ja, Überschwemmung in Libyen. Und die zweite ist das ja vor ein paar Wochen in New York. Deswegen, das ist ganz aktuelles Problem. Und dadurch ist auch jetzt, ja, es ist bisschen weit entfernt von uns, Libyen, New York, aber in Deutschland, ja, jetzt in letzten in Jahren zwischen 2002 oder und 2017, ja, in diesen 5 Jahren, im Schnitt haben wir Verluste, ja, Schaden in Höhe von 7 Milliarden jährlich. Aber jetzt durch noch diesen Klimawandel, diese Zahl ist jetzt gestiegen und jetzt in 4 Jahren zwischen 2018 und 2021 hatten wir Schaden in Höhe von 80 Milliarden schon. Ja, und hier größte Verluste waren schon im Jahr 2018. Ja, das ist Dürre in 2018. Und der andere ist das, ja, das ist bekannte, ich denke allen, Überschwemmung im Ahrtal. Ja, also auch circa 40. Und das ist nur direkter Schaden. Indirekte, das ist sehr schwierig zu quantifizieren. Und was haben wir jetzt gegen Überschwemmungen, wenn wir sprechen über Überschwemmungen? Ja, weil Klima ist es nicht nur Überschwemmungen. Das ist schädlich sind nicht nur höhere Wasserstände. Ja, da ist, haben wir auch Beeinflussung von niedrigeren Wasserständen. Oder nächster Punkt ist auch natürlich, wird stark beeinflusst unser Wasserversorgungssystem. Und hier sehen Sie rechts oben, ja, weil jetzt unsere ganze Strategien basiert sich hauptsächlich, ja, diese alle Hochwasserschutzmaßnahmen basiert sich auf Hochwassergefahrenkarten. Und, aber was haben wir im Ahrtal gesehen? Ja, das ist eine ganz schöne Studie, wurde durchgeführt von GFZ. Und die zeigen jetzt Vergleich zwischen Hochwassergefahrenkarte, das ist diese, habe ich hier Pointer? Ah, diese, ja, diese blaue. Blaue Flächen, welche wurden, sollten ja, laut Hochwassergefahrkarten überschwemmt werden, und rot, das ist reale Überschwemmung. Und das ist, zeigt, dass es diese Karten ja, sind nicht mehr zeitgemäß. Sie deutlich unterstützen ja, die Gefahr. Ja, deswegen in so einer dynamischen Situation, in so einer dynamisch veränderten Welt, müssen wir auch dynamischer werden. Und das sieht natürlich auch unsere Regierung. Ja, und deswegen im März dieses Jahres hat das Bundesministerium für Umwelt nationale Wasserstrategie veröffentlicht. Und hier sind die wichtigsten 10 Punkte. Und da geht es hauptsächlich um Hochwasser, ja, und Wasserversorgung. Und natürlich auch Schwammstadt, ja, diese ganze Gewässerökologie-Themen. Ja, wie ich schon gesagt, ich komme selbst aus Bayern, deswegen habe ich was einiges mitgebracht. Hier links sehen Sie Bild, das kommt aus unserer eigenen Wasser-Zukunftsstrategie, heißt das, 2050. Aber das ist, hat schon viele Berührungspunkte auch mit nationaler Wasserstrategie Deutschlands. Und hier sehen Sie, ja, das ist diese mehrere bunte Punkte, das ist, sind die Handlungsfelder. Und das ist, zeigt, dass die Situation ist es jetzt nicht so homogen, es ist sehr heterogene verteilt, diese Handlungsfelder sind sehr heterogen verteilt. Ja, deswegen dürfen wir jetzt nicht mehr etwas rauspicken und konzentrieren auf ein Feld. Nein, wir müssen jetzt diese ganze Situation ja von gesamter Perspektive anschauen. Hier habe ich aufgelistet jetzt alle diese Felder in 3 Gruppen ja, zusammengefasst
Und erste, das ist Wassersicherheit. Ja, und hier spielen natürlich Gewässer große Rolle. Ja, weil Gewässer ist es jetzt, über Gewässer transferieren wir unser Wasser. Weil die Ressourcen, Wasserressourcen sind in Deutschland sehr heterogen verteilt. Das ist zum Beispiel auch in Bayern. Ja, die über Gewässer, Beleitungsnetze transferieren Wasser vom Süden im Alpen nach Norden. Ja, in Nürnberg zum Beispiel. Im Norden haben wir eigentlich ganz wenig Wasserressourcen. Und hier Gewässer spielen eine sehr große Rolle. Ja, deswegen Gewässer. Der nächste Punkt, ja, natürlich Nachhaltigkeit. Hat mein Kollege jetzt schon ja, in der vorherigen Präsentation gezeigt, dieses Thema mit Kanalnetzen. Ja, Überlastung von Kanalnetzen. Das ist hier genau der Punkt, ja, diese Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit auch, wie wir unsere diese begrenzten Ressourcen ja, effizient nutzen. Bis jetzt hatten wir darüber nicht so viel Gedanken gemacht, weil Wasser stand immer zur Verfügung, öffnet man den Wasserhahn, läuft. Und jetzt ja, müssen wir schon darüber jetzt ein bisschen mehr nachdenken, wie wir diese Ressourcen effizient nutzen. Deswegen, und hier müssen wir alle eigentlich an einen Strang ziehen. Können wir, dürfen wir jetzt nicht mehr separat, dass jedes einzelne Land oder ja, Kommune probiert, einige Lösungen zu finden. Nein, wir müssen einen Strang ziehen, ja, das ist Versicherer, Behörden, ja, Ingenieurbüros. Wir müssen handeln. Ja, und unser Konzept, ja, eigentlich besteht aus drei so wichtigen Säulen. Erster Baustein in diesem Konzept, das natürlich sind Assets. Ja, Assets, ja, diese Hochwasserschutzanlagen, Leitungen. Und hier ist es wichtig, natürlich nicht nur Bau, aber auch Instandhaltung von diesen Anlagen. Weil ansonsten in ein paar Jahren haben wir kein funktionierendes System, Infrastruktur. Anderer Teil sind Modelle. Ja, und Modelle ermöglichen eigentlich im gesamten Kreislauf Optimierung von mehreren Prozessen. Oder auch Erstellung von zum Beispiel von Hochwassergefahrenkarten oder Vorhersagesysteme. Und letzter Punkt, natürlich Risiko. Ja, hier auch diese Modelle können uns helfen, diese statistisch begründeten Ergebnisse zu bekommen. Und basierend auf diese Ergebnisse können wir Gefühl kriegen, wie sind die eigentlich die Risiken im System verteilt und entsprechend Ressourcen, ja, die effektiv zu verwenden. Effektiv, ja, zu verwenden und die Projekte zu finanzieren. Das ist auch ein wichtiger Punkt, zum Beispiel für Versicherer. Weil im Ahrtal, das ist das ganze Schaden, wurden aus Bundesbudget finanziert. Aber nächste Frage jetzt kommt, wer finanziert, wenn es passiert nochmal? Wer wird das zahlen? Und ich glaube, wir können jetzt nicht jedes Mal aus Bundesbudget das zahlen. Deswegen hier Versicherer spielen eine sehr große Rolle und müssen wir natürlich ja ans Boot geholt werden. Und das ist eigentlich unsere, wie wollen wir so ein komplexeres System umsetzen? Ja, das ist allen bekannt, das ist ja Autodesk, klassischer Autodesk, AutoCAD, befindet sich eigentlich in der Phase, ja, diese Bau und Design. Aber um sich zu verstärken, haben wir vor ein paar Jahren Innovice gekauft, ja, akquiriert und dieses eigentlich schon weltweit bekannte Softwareentwickler im Bereich Wasserwirtschaft. Die andere, ja, das haben wir auch jetzt ganz aktiv kooperieren wir mit Esri. Ja, das ist besonders im Bereich die Daten, Datenvisualisierung und Geodaten. Haben Sie schon ein paar Worte gehört, ja, von meinem Kollegen über Innovice, deswegen würde ich hier jetzt grob einfach überfliegen. Ja, also wir haben schon gesagt, wir sind ganz schon Standardsoftware, würde ich sagen. In UK, US, Australien haben wir richtig große Kunden. Jetzt wachsen wir ganz stark im Nahosten. Ja, das ist Saudi-Arabien, UAE und Katar. Und das ist eigentlich, abdecken wir mit unserer Lösung den gesamten Wasserkreislauf. Ja, fällt ein bisschen wahrscheinlich die Wettervorhersage, aber das brauchen wir nicht, da haben wir DWD. Ja, jedes Land hat eigene Wettervorhersagesysteme und wahrscheinlich auch fällt ein bisschen Grundwasser. Aber ansonsten haben wir alles, ja, Gewässer, Entwässerungssysteme, Wasserversorgung und natürlich Aufbereitungsanlagen.
Und jetzt ein paar Beispiele. Ja, wie wird eigentlich unsere Software verwendet? Und hier sehen Sie Bilder, das ist von Bilbao. Die Stadt hatte auch mehrmals elitenstarke Überflutungen. Das ist zum Beispiel eine im 80er, das ist das größte in dieser Serie. Deswegen aus diesem Grund, wurde aufgebaut mit unserer Software ein Digital Twin für die gesamte Stadt. Ja, das wurde auch Kanalnetz implementiert und deswegen auch so startet es jetzt seit 2000, ich glaube, 12, kann schon dagegen jetzt gegen diese starke Niederschläge, Überschwemmungen aktiv agieren. Ja, und Maßnahmen planen. Das ist Start, ja, und das ist eine Beispiele. Andere ganz schöne Beispiel. Andere schöne Beispiel, das ist Tasmanien. Ja, Insel im Süden von Australien. Und das ist eigentlich jetzt, da wurde für die gesamte Insel jetzt ein Vorhersagesystem aufgebaut. Und einfach habe ich jetzt gegenübergestellt Deutschland, damit ein bisschen, ja, Größen vorstellen, ein bisschen Gefühl zu kriegen. Es eigentlich hat Größe von Bayern. Ja, und das zeigt eigentlich, die gibt schon Technologien, welche ermöglichen, für gesamte Deutschland ein Vorhersagesystem zu entwickeln. Und in nächste Folie würde ich gerne zeigen auch, weil das System wurde aufgebaut in 2020 und schon im ersten große Probe gab es im Oktober 2022. Ja, das ist starke Überflutung und hier links unten sehen Sie Bild, ja, diese rote Linie, das ist genau Simulationsergebnisse und selbe Überflutung. Ja, das ist, sehen wir, ganz gute Match zwischen simulierte und die reale Ergebnisse. Und Vorteil von dem Modell, ja, die erste Ergebnis hat man bekommen schon vor 48 Stunden, vor dem Ereignis selber. Deswegen könnte man schon starten mit den Maßnahmen. Ja, Evakuierung und denken, okay, wie wir, können wir da agieren? Und 12 Stunden hat man eigentlich schon angefangen. Dann wusste man, okay, was wird der Höchstpunkt von der Überschwemmung? Der andere Teil, ja, das ist Versorgungssysteme. Da haben wir auch, ja, Modelle. Wo kann man Druckverteilung im System simulieren? Und dementsprechend auch effektiv die Ressourcen nutzen. Und hier, ja, in Deutschland, eigentlich nutzen wir solche Modelle nicht. Aber ich denke, in aktueller Situation, ja, müssen wir schon reingehen. Weil bis jetzt, ja, gab es nie Probleme mit Wasser. Wir haben schon gesagt, öffnen Sie mal Wasserhahn, Wasser ist da. Ja, und das ist zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel von solchen Wasserversorgungssystemen, jetzt auch, ja, Art Digital Twin. Das ist eine, ist es auch in Australien. Da werden versorgt zum Beispiel ca. 2 Millionen Menschen. Andere Beispiele, das ist London, ja, 15 Millionen oder in Madrid. 11 Millionen Menschen werden solche, zum Beispiel für diese größeren Wasserversorger, diese Digital Twins aufgebaut. Dadurch kann man verstehen, okay, wo habe ich im System Verluste, wie optimal verteile ich meine Ressourcen. Und ganz wichtig, wenn man hat solche größeren Systeme, ja, Vorhersagesysteme, braucht man natürlich Rechenleistung. Und hier kommt ins Spiel Cloud. Ja, das ist verändert eigentlich, ob ich jetzt statt Video, genau. Hier sehen Sie mehrere Simulationen im Parallel. Ja, das ist, werden gestartet. Links ist das normale Rechner und rechts, die werden im Cloud gestartet. Ja, und die Unterschied, jetzt nutzen unsere Kunden schon ganz aktiv diese Feature, die Unterschied ist 30-fach. Ja, deswegen, wir haben schon gesagt am Anfang, ja, die Technologien sind schon da. Deswegen, wir haben alles in der Hand, das gegen diesen Klimawandel aktiv agieren zu können, gegen diese neuen Herausforderungen aktiver, ja, unsere Wasserwirtschaft zu gestalten. An dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Zeit und falls Sie haben Fragen, gerne ansprechen und dann, ja, haben wir unseren jetzt Stand auch? Gerne.